So, und da hinten ist es schon. Naja, jetzt sind wir schon bei fast 5 Minuten. Jetzt müssen wir Gas geben. Kann natürlich jetzt sein, dass das nicht reicht. Dass das nicht reicht. Natürlich bitter, aber ich kann nicht weiterfahren, wenn dieses Ding sich permanent überschlägt. Dann sind die 50 Schaden aber ganz schnell voll. Naja, das kannst du nicht machen. Damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Snow Runner Dove Truck Simulator auf PC. Folge 806 haben wir hier wieder richtig nice gestartet. Und wir machen heute die letzte Aufgabe auf Alaska tatsächlich schon. Danach sind nur noch Wettkämpfe übrig. Und zwar das verlorene Werkzeug. Wir holen einmal Fahrzeugersatzteile. Und dann war es das hier mit den Aufgaben. Das ging flott. Das ging flott. Oh, dann haben wir eine Schneemap schon mal durch. Bleiben wir nur noch zwei weitere, nämlich Phase 1. War Phase 2 die zweite Map nicht auch noch Schnee? Und die vierte Phase natürlich nochmal 4 Schneemaps. Ach Gott. Aber wollte dich nicht nerven? Warum denn nerven? Auf gar keinen Fall nervst du mich. Das ist auch Quatsch. Nerven tut mich ja niemand, es sei denn, er schreibt permanent Beleidigungen in den Chat, aber das ist mir noch nicht passiert. Das ist mir selbst noch nicht passiert. So. Lenkt bitte. Wie viele Follower ich auf YouTube habe, das dürften zumindest mehr als hier auf Twitch. Ich bin aktuell bei 326 Abonnenten oder so. Hab aber durchaus schon eine zumindest sehr kleine, aber vorhandene feste Zuschauerschaft. Auf YouTube macht mein Kanal so um die 3.500 bis 4.000 Klicks im Monat. Und das ist ja schon mal was. Mehr als 20, ja richtig. Auf Twitch sind wir 20 Follower, also für die Leute, die jetzt hier auf YouTube gucken. Checkt mal die Videobeschreibung ab. Da ist der Link zu meinem Twitch-Kanal. Wenn ihr hier mir auch mal im Livestream Fragen stellen wollt zu was auch immer, dann lasst mal ein Follow da auf meinem Twitch-Kanal. Dann kriegt ihr die Benachrichtigung, wann ich live bin. Und wenn ihr da mal Zeit habt, könnt ihr dazukommen, könnt mich alles fragen, was ihr wollt. Ein bisschen Eigenwerbung muss auch mal sein. Danke für eure Unterstützung. Da gibt es noch kein Geld von YouTube. Man kann das beantragen lassen ab 1.000 Abonnenten und du brauchst 4.000 öffentliche Wiedergabe. Waren das Stunden oder Minuten? Ich glaube, es waren Stunden. Man braucht 4.000 Stunden Wiedergabezeit auf seinem Kanal innerhalb des Zeitraumes 12 Monate. Da bin ich zurzeit bei 2.600, 2.700 Stunden. Also Watchtime ist schon da. Das ist echt nicht schlecht. Aber ja, 1.000 Abonnenten, das ist das, woran es da noch ein bisschen, wo wir noch ein bisschen weit von weg sind. Aber selbst wenn, also bei 1.000 Abonnenten dann von YouTube das anzufordern, Geld zu verdienen, also sind wir ehrlich, da ist man dann auch in so einer Range von, weiß ich nicht, also ohne Werbepartner ist das nicht erwähnenswert. Da hast du deine 10 Euro im Monat vielleicht. Und weil das ja dann selbstständiges Einkommen ist, musst du das ja noch versteuern. Wobei das nicht unter den... Ich weiß nicht, wie das da läuft, ne? Wird man von YouTube bezahlt, ist das eine selbstständige Tätigkeit. Und eigentlich muss man auf... Also du kriegst das Gehalt, was du dann kriegst von YouTube auf dein Konto, ist dann ja nicht dein Nettogehalt, sondern Brutto. Das heißt, es muss noch Sozialversicherung und den ganzen Kram von abgezogen werden und dann musst du dir eine Steuererklärung und bla und ah nee. Und für die paar Euro im Monat ist mir das dann auch ist es mir dann auch nicht wert. Also selbst dann würde ich das nicht direkt machen. Erst wenn man dann ein paar Abos mehr hat und man dann doch schon 300, 400, 500 Euro im Monat da rausholen könnte, dann ist es natürlich ein schöner Nebenverdienst, dann würde es sich vielleicht auch lohnen. Ich glaube, die Hälfte
Ja, richtig. Ja, nicht unbedingt die Hälfte. Es kommt auch darauf an, wie viel man dann verdient. Ne? Wenn man jetzt nur 100 Euro im Monat, dann wird man sicherlich nicht den Spitzensteuersatz bekommen, aber naja, trotzdem. Zusätzlich braucht man dann auch eine Gewerbeanmeldung. Das gehört auch noch dazu. Du kannst ja kein Geld verdienen, einfach so. Das muss über eine Firma laufen. Das kann ja eine ganz normale Ein-Mann-Firma sein. Es kann eine UG sein oder irgendwas. Dass du dich da quasi anmeldest. Ja, das fängt ja bei 20 Euro an. Ich glaube, für 20 Euro kannst du dich ins Handelsregister eintragen lassen. Unter deinem Namen bist du quasi Geschäftsführer deiner eigenen Ein-Mann-Firma. Und dann läuft das über diese Firma quasi mit dem Geld. Aber ist natürlich kompliziert, wenn du schon eine Hauptberufstätigkeit hast. So wie ich in meinem Falle, muss ja dann theoretisch gucken, ja. Eigentlich will ich ja meine Haupttätigkeit behalten. Das bedeutet dann aber auch, dass YouTube eine Nebentätigkeit wäre. Und Nebentätigkeiten werden immer mit dem Höchststeuersatz versteuert. Und ja. Das, ja, naja, ich habe jetzt die Zahlen. Ich bin kein Steuerberater, was die Zahlen angeht. Da habe ich mich jetzt noch nicht so ganz mit befasst. Bestimmt gibt es da eine Freigrenze, aber eigentlich als wenn es eine Haupttätigkeit ist. Aber wenn es eine Zweittätigkeit ist, weil du ja schon eine Haupttätigkeit hast, mit der du Geld verdienst, ich glaube, da ist dann der Spitzensteuersatz drin. Also quasi Steuerklasse Nummer 6. Ist die nicht schön? Die will jeder haben, die Steuerklasse 6. Die wird dann angewandt auf einem Nebenverdienst. Naja, aber also, da brauchen wir auch gar nicht drüber reden, also bis es da überhaupt so weit wäre. Also da ist... Ich habe jetzt... der Staat braucht das Geld, lol. Ja, nee, also eigentlich der Staat... Der braucht das Geld, aber wofür er es benutzt, ist mal so eine Frage. Also da fragt man sich immer. Gucken wir mal, was unser Land nötig hätte. Mal vernünftige Schulen. Fehlanzeige. Wie wäre es mit der Digitalisierung und dem Breitbandausbau? Fehlanzeige. Wo verschwindet eigentlich dieses massenweise Steuergeld? Das frage ich mich echt manchmal. Die Sachen, die wirklich mal wichtig sind für die Gesellschaft, ja, werden nicht gemacht. Stattdessen wird alles in Waffen gesteckt und bla und bli und blob und was weiß ich nicht was. Politiker stecken sich natürlich auch eine kleine Zümpchen weg, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Das ist einfach so. Achso, wer behauptet, es gibt keinen einzigen korrupten Politiker, der hat, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten nicht richtig aufgepasst. Ja, was da zum Teil für Dinger gedreht werden, das ist ja sowas von abnormal. Also die deutsche Politik, die ist ja wirklich... Ja, der Staat, genau. Deswegen der Kommentar. Das Thema kann man 24 Stunden reden, richtig. Möchte ich aber nicht machen. Also da habe ich gar kein... Politik ist so... Naja. Kein Moment zu früh. Sollte mich jemand nach einem zuverlässigen Transporteur fragen, werde ich mich an deinen Namen erinnern. 150 Erfahrungen, 1550 Belohnungen und wir sind bei 90%. Nice. Also, genau, richtig. Also Politik... An sich ein spannendes Thema, aber wenn man einmal mitgekriegt hat, was hier eigentlich so alles falsch läuft in diesem Land, da kann man sich nur die Hände, also da kann man sich den Kopf zerraufen. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn, was hier passiert. Gut, gibt nicht nur schlechte Sachen, also... Ich bin Transporteur. Okay. Stark. So, bringe ich den Anhänger jetzt weg? Ging mal schon, ne? Jetzt gab es hier zumindest nicht unbedingt einen Wettkampf, wo ich... Wetterbedingungen ist jetzt der einzige hier. Ja, ich weiß halt leider nicht, Ich weiß halt leider nicht, wo mich der Wettkampf hinführt. Aber dann mache ich den auch jetzt. Oh. Fahre seit 1986 LKW im Europaverkehr. Boah, das ist eine lange Zeit. Da hat man schon einige Kilometer runtergerissen, wa? So, Wahnsinn.
86, das sind ja fast schon, das sind ja 36 Jahre. So alt bin ich bei weitem nicht. Noch nicht. Ja, na krass aber. Was das für einen Unterschied macht. 3 Millionen. 3 Millionen Kilometer. Boah, okay. Wie viel habe ich in SnowRunner zurückgelegt? 2,749 Millionen. Krass, okay, aber hier ist die Angabe ein bisschen anders. Ja, es sind Kilometer dann auch in... Und du fährst auch noch. Naja, wenn man Spaß dann hat, ich meine, warum nicht? Warum nicht? Ich habe ja auch hier Euro Truck und American Truck Simulator, zocke ich ab und zu und das macht auch Fun. Ja, also es... Man sieht auch viel. Gut, oft eine Autobahn, aber man fährt ja bestimmt auch mal durch so ländliche Teile durch und dann ist doch bestimmt ab und zu mal sehr ansehnlich, wo man da unterwegs ist. Ich wüsste noch nicht, ob es was für mich ist, weil, ja, guter Fahrer schafft im Schnitt 150.000 bis 170.000 Kilometer im Jahr. Boah, krass, das ist... 170.000 im Jahr. Einfach mal so ein Autoleben in einem Jahr weg, Alter. Also Benziner zumindest. Wow. Ja, das ist eine hohe Zahl. Also für mich wäre es, glaube ich, nichts, weil man einfach... ich bin halt jemand, der ist einfach gerne zu Hause, so. Ja, und dann... man so LKW-Fahrer sind ja auch oft dann nicht da. Die SnowRunner zeigt ja manchmal so ein paar Statistiken, dass man da zum Teil über 100 Nächte im Jahr nicht da ist oder so. Wäre mir echt nichts. Und dann im LKW... dann im LKW so schlafen oder an Raststätten oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Es gibt Leute, die stehen drauf, ich gehöre nicht dazu. Ich fahre dann lieber LKW virtuell vorm Rechner. Und hab da meinen Spaß dran. Aber cool, also es gibt ja auch Leute, die machen da auch Videos zu. Hatte ich mal einen Kanal gesehen, da ist jemand nach Kanada ausgewandert. Hat da einen Job als LKW-Fahrer angenommen und macht da jetzt Videos. Wie er da, ganz easy. Wenn er Ladungen auflädt, dann zeige ich da ein bisschen von der Route und so. Kanada und USA ist ja riesig, da gibt es ja auch viel zu sehen, aber... So, okay, also. Gucken wir mal ganz kurz, was willst du denn? Gold, 7 Minuten? Zeit haben wir doch noch. Mein Name ist Peter, ich arbeite beim Wetterdienst und möchte dich bitten, einen unserer Trucks zum Einsatzort in der Nähe zu bringen. Er ist vollgepackt mit sensibler Ausrüstung, also fahr vorsichtig. Boah, ach so, ich muss dieses Ding ziehen. Muss da hingebracht werden. Ja, in 7 Minuten ist ja mal sowas von gemacht. Ist auch sowas von gemacht. Also. Machen wir uns mal eine Route ganz entspannt. Und dann starten wir neu. Ich muss den natürlich transportieren. Das macht es natürlich nicht besser, aber. Ja, 50 Schaden. Das ist nicht viel. Da kann man natürlich leicht verhauen. 7 Minuten müsste eigentlich drin sein. Ja, weil... Das wäre jetzt cool, wenn wir das heute nämlich fertig kriegen. Damit sind wir nämlich mit dieser Map hier durch. So. Neustart. Na. Ja, jetzt muss ich das so machen. Optimal, aber egal. Gerade kein Sound oder? Hä? Was ist das für ein Quatsch? Ey, die Winde spinnt gerade. Okay, jetzt geht sie.
Ja, vielleicht war der große Abstand gar nicht so schlecht, aber gut. Okay, bin dann mal weg. War schön bei dir und dann noch viel Erfolg. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für die vielen Fragen, für die schönen Nachrichten. Hat riesig Spaß gemacht. Ja. Dann noch viel Spaß bei was auch immer. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann nochmal im Chat wieder. An einem der nächsten Tage, wer weiß. Aber bis dahin, hauen Sie rein. So, und jetzt weiß ich nicht, ob das hier ein Fehler ist, hier zu fahren, oder ob es außenrum nicht vielleicht schneller wäre mit dem Asphalt oder so. Da werden wir dann rausfinden. Ja, es geht auch ganz gut. Das geht auch ganz gut. Hab Foto da gelassen. Vielen, vielen Dank. Mega cool. Mega nice. Sehr nett von dir. Das dürfte ich jetzt tatsächlich auch hier bekommen, auf meiner Uhr tatsächlich. Da kam gerade die Nachricht. Dankeschön. So, 2 Minuten sind schon um. Oh, ich denke, so 5-6 Minuten brauchen wir. Müsste eigentlich passen. Der Schnitt ist natürlich viel Zeit gekostet, aber gut. Wie gesagt, wenn es nicht Gold wird, ist ja auch egal. So. Wäre natürlich vielleicht der Tiger geiler gewesen, weil er ein bisschen flotter ist. Aber naja, ist jetzt nicht so schlimm. Was gut ist, wir haben noch nicht einen einzigen Schaden kassiert. Hier könnte aber einer kommen, wenn ich nicht aufpasse. Den ganzen Stein und so weiter. Er darf auf jeden Fall nicht umfallen, dann ist nämlich direkt vorbei. Ah, nicht der Stein. Ist das Game so scheiße? Jetzt, ja, jetzt ist vorbei, ne? Na gut, 20, 30 Sekunden haben wir jetzt verloren. Wir können es immer noch schaffen, eigentlich. Ja, eigentlich ist es easy zu schaffen. Gut. Nee, dann machen wir das noch als letzte Aktion für heute. Und dann müssen wir nächste Folge noch den Anhänger wegbringen. Dann ist die Karte hier nämlich auch durch. Und dann haben wir wieder 3 Folgen aufgenommen. Haben wir wieder bis zum 25.09. erstmal wieder Videos. Da schneide ich die nachher gleich auch nochmal. Dann ist gut. Dann muss ich mich noch um 2, 3 andere Geschichten kümmern. Ich hoffe, ich das alle hinkriege irgendwie. Und da hinten ist es schon. Naja, jetzt sind wir schon bei fast 5 Minuten. Jetzt müssen wir Gas geben. Kann natürlich jetzt sein, dass das nicht reicht. Dass das nicht reicht. Natürlich bitter, aber ich kann nicht weiterfahren, wenn dieses Ding sich permanent überschlägt. Dann sind die 50 Schaden aber ganz schnell voll. Naja, das kannst du nicht machen. Na, guck mal, hier, es geht schon. Guck mal, 6 Minuten, hatte ich gesagt. Super. Also so viel Puffer noch da. Wahnsinn. Da holen wir eine Easy Gold. Eine ganz Easy Gold. So, unter 5,30. Da sind wir durch. Gut gemacht. Der Wagen ist vor Ort und alles scheint zu funktionieren. Weiter so. 490 Erfahrung und 4650 Belohnung gibt es dafür.
Das Ganze in der goldenen 529. Das bringt uns auf 91% und das neigt sich echt dem Ende entgegen. Also wirklich. Also höchstens in 2 Sessions sind wir hiermit fertig. Weil jetzt müssen wir nur noch, wir werden jetzt den Anhänger hier wegbringen. Da werde ich jetzt schon mal vorbereiten, indem ich den Tiger dahin schicke. Dann soll der sich darum jetzt einfach mal kümmern. Dann spare ich mir nämlich einen Haufen Strecke. Und dann geht's schon wieder nach Nordhafen oder so. Machen wir da die Aufträge, die Wettkämpfe und dann sind wir durch. Wenn Phase 8 bis dahin noch nicht raus ist, dann ja, gehen wir mal nach Palmyra, nach Michigan, weiß ich nicht. Auf keine Phase, die Phasen machen wir dann später alle nochmal. Oder wir machen so einen XXL-Auftrag aus Phase 2 oder so, weiß ich jetzt auch noch nicht. Ja, die sind zu scheiße. Da hatten wir den Ziggs aber noch nicht damals. Der Ziggs, der ist schon... ist schon so ein Truck. Aber für heute, Freunde, soll es gewesen sein. Nächste Folge bringen wir dann, wie gesagt, den Anhänger weg. Danke euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.